Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrer und heute geht es um zwei Punkte, die du beim Hedging unbedingt beachten musst. Jetzt geht's los. Gute Nachricht für alle Umweltfreunde gleich zu Beginn. Ihr seht's. Ein Whiteboard, und auf diesem Whiteboard werde ich jetzt immer alles aufzeichnen. Das heißt, wir verschwenden ab sofort kein Papier mehr. Okay, super. Warum das Thema Hedging heute nochmal? Ne? Das ist ja ein viel, viel diskutiertes Thema. Und wir haben natürlich jetzt auch viele Fragen bekommen, weil wer hier schon mal auf unserer Webseite war, also Optionsstrategie, dann hier Rohrer Academy und fährt hier ein bisschen nach unten, der findet unter anderem hier ein Seminar zum Thema Hedging. Ne? Und da haben jetzt natürlich viele gefragt, Mensch Jens, Hedging, ich denke, du bist gar nicht so der große Fan von Hedging. Wieso da jetzt ein Hedging-Seminar? Ich muss dazu sagen, wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht, das Seminar. Das war super, das war wirklich war ausgebucht, klar, und ist auch super angekommen. Und ich bin niemand, der gegen das Thema Hedging ist. Ne? Ganz im Gegenteil. Hedging, ich finde, Hedging gehört dazu, ist wichtig, aber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, es gibt einfach ein paar Sachen, die du dabei beachten musst. Und ein paar will ich dir heute mal zeigen. Okay? Also, wir gehen mal hierher. Und zwar, es gibt aus meiner Sicht heraus zwei Punkte, die du unbedingt beachten solltest, wenn es um das Thema Hedging geht. Und zwar ist das erste deine Erwartungshaltung. Was erwartest du überhaupt durch das Hedging? Und das will ich dir an zwei Beispielen zeigen. Und zwar, stell dir mal Folgendes vor. Du hast, dann nehmen wir eine andere Farbe, war blau. Du hast Folgendes in deinem Konto. Du hast eine Wertentwicklung in deinem Depot und es geht so nach oben. Und du weißt natürlich, also wir reden jetzt zum Beispiel über langfristiges Aktiendepot, und du weißt, irgendwann kann dieser Punkt hier mal kommen. Ne? Und viele Leute haben jetzt die Erwartungshaltung, dass sie sagen, hey, wenn ich doch jetzt aber einen Hedge habe, dann geht doch mein Konto eben nicht hier so nach unten, sondern im Gegenteil, es geht hier so weiter. Ne? Also es geht weiter nach oben, der Hedge bringt mir quasi zu aller und zu jeder Zeit Gewinne. Und das ist einfach Blödsinn, das stimmt nicht, ne? Das kann auch nicht so funktionieren, sondern Hedging macht was ganz, ganz anderes. Und ich erkläre das immer gerne mit zwei Eimern. Ne? Warum mit zwei Eimern? Du wirst gleich sehen. Also, stell dir Folgendes vor. Das hier ist dein Depot, okay? Und das hat diesen Stand. Und das ist dein Hedge. So, einfach nur ein ganz, ganz kleiner Stand. So, und jetzt passiert Folgendes, und zwar, wenn jetzt was an den Börsen passiert, die Märkte, wir reden jetzt, lasst uns mal über Aktienmärkte sprechen, die Märkte gehen nach unten, okay, dann sinkt dieser Stand hier ab, geht hier runter und ist vielleicht bloß noch so. Okay, machen wir es mal, ja, ihr versteht es. Also das ist jetzt nur noch das, was du hast. So, das ist natürlich ein Problem, weil dir fehlt ja jetzt hier was. Gleichzeitig steigt aber in deinem Hedge-Depot der Wert an. So, sodass du also jetzt wieder, jetzt machen wir hier noch einen fiktiven dritten Eimer, dass wenn du sagst, im Vorfeld war vielleicht dein Stand so hier, okay, also das war jetzt Depot plus Hedge, so, dass das, wenn jetzt was passiert, zwar immer noch ein bisschen absinkt, ne? Aber vielleicht bloß noch hierher. Das heißt, wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem hier, ne, wo dein Depot hier abgesunken ist, siehst du, dass du jetzt eben hier immer noch mehr an deinem Konto hast. Du hast trotzdem nicht mehr diesen Stand. Also das hier, also hier sein soll, hast du nicht. Du bist schon hier ein bisschen runtergekommen. Aber du hast eben nicht mehr, du hast nicht ganz so viel verloren. Das ist das erste Wichtige, was du beim Thema Hedging verstehen musst. Beim Hedging geht es nicht darum, dass du weitere Gewinne machst. Ne? Also das, was wir vorhin gesagt haben. Hier. Das also, viele denken immer, wenn du ein Hedge im Depot hast, dann muss dein Depot steigen. Nein, das wird nicht funktionieren, weil dann hättest du ja, wenn es das gäbe, das Perpetuum mobile der Börse gefunden. Du machst immer und zu jeder Zeit Gewinne. Wenn es das gibt, sag mir Bescheid, kriegst du mein ganzes Geld, ist eine gute Summe, und dann kannst du was damit machen. Okay, nehme ich das. Das wird nicht funktionieren. Okay, das ist der erste Punkt. Also deine Erwartungshaltung an einen Hedge muss sein,
dass der Drawdown, den du hast, dass der sich verringert. Du wirst ihn aber nicht zu 100% komplett eliminieren können. Und es geht eben auch nicht, dass du sagst, ich setze ihn hier oben auf und hier unten löse ich ihn dann wieder auf. Ne? Das ist jetzt aber eher so eine praktische Sache. So, was ist der zweite wichtige Punkt, den du beim Hedging beachten musst? Der zweite Punkt ist, dass du beim Hedging, wird oftmals gesagt, und das kommt aus Amerika rüber, und da werden so Strategien verkauft, wo gesagt wird, du kannst dich kostenfrei hedgen. Und jetzt musst du einfach, und da müssen wir gar nicht ins Detail gehen, da müssen wir keine Strategie auseinandernehmen, was ich tun könnte, auch was wir jetzt nicht machen, aber du musst einfach nur mal logisch überlegen. Hedge heißt Versicherung. Okay? Absichern. Und wenn es möglich wäre, sich kostenfrei abzusichern, dann musst du dir ganz eindeutig folgende Frage stellen. Es gibt in der Welt der Finanzen, egal ob jetzt im Optionsbereich, im Aktienbereich, im Future-Bereich, im Daytrading, was weiß ich, mit irgendwelchen Scalping, was weiß ich, es gibt so viele hochintelligente Akteure an diesen Märkten. Das war der Brösel gerade. Es gibt so viele hochintelligente Akteure an diesen Märkten. Mit unheimlich viel Geld, mit unheimlich viel Wissen, Know-how, Manpower. Und keiner von denen ist in der Lage, einen kostenlosen Hedge zu machen. Das heißt, wenn du jemanden findest, der sagt, er hat die letzten großen Einbrüche an den Märkten komplett, völlig unbeschadet überstanden, dann hättest du diesenjenigen gefunden. Und ich verrate aber jetzt schon was, spar dir die Recherche, du findest ihn nicht. Also egal, wo du hergehst, wenn du dir anschaust, die Jungs von Goldman, ne? Tolle Leute, fantastische, Goldman Sachs, ein fantastisches Handelshaus. Wenn du dir andere anschaust, die sind alle, die Jungs sind richtig clever. Verlieren die in einer Krise Geld? Natürlich verlieren die Geld. Ne? Ja, die finden dann auch schon wieder Möglichkeiten, in der Krise Geld zu verdienen. Aber eigentlich nicht, indem sie dann in der Krise Geld verdienen, sondern später. Nämlich, indem sie dann genügend Kapitalmittel haben, um in dieser Krise etwas zu kaufen. Aber du kannst dir angucken, wen du willst. Egal, ob es Aktienfonds sind, ob es Managed Accounts sind, ob es Hedgefonds sind. Zeig mir den Hedgefonds, der nie ein Minus macht. So. Und wenn es doch aber eine Möglichkeit gäbe, sich kostenfrei zu hedgen, warum würden all diese Jungs das nicht machen? Aber wir Retail-Händler, die wir da mit unseren Peanuts an der Börse rummachen, warum sind wir in der Lage, das zu machen? Das geht nicht, okay? Können wir uns hedgen? Selbstverständlich können wir uns hedgen. Es gibt verschiedene Wege übers Hedging. Direktional, non-direktional, über die Volatilität, über verschiedene Underlyings. Ne? Alles ein riesiges Gebiet. Ich meine, wir setzen uns nicht umsonst hier zwei Tage intensiv zusammen und besprechen da jedes einzelne Detail. Aber kostenfreies Hedging kann und wird es nicht geben. Weil selbst, wenn du sagst, ich sichere mich ab mit Futures, okay? Also du hättest zum Beispiel folgende Situation, du sagst hier, Markt geht nach oben oder das ist dein Depot und du sagst, an einem bestimmten Punkt hedge ich mich. Und du sagst zum Beispiel, der Markt geht hier runter, dann bist du hier, gehst du short und der Markt fällt dann noch hierher und dann hast du diesen ganzen Weg hier gehedged, weil du zum Beispiel hier short in eine Future gegangen bist oder short einen CFD oder weil du hier eine Absicherungsstrategie über Optionen aufgebaut hast. Ne? Selbst dann ist das nicht kostenfrei. Okay? Weil das ist der Ideal. Das ist das Ideal, was es hier gibt. Aber es ist ja nicht immer so. So manchmal wird es ja auch so hier laufen. Manchmal wird es auch so hier laufen. Okay, der Markt geht kurz unter deine Marke. Ne, man erkennt es ja kaum. Kann ich das größer machen? Nee, ich glaube hier noch nicht. Also jo, man erkennt es kaum. Der Markt geht ganz kurz unten drunter, geht dann wieder nach oben. Und dann hatte ich eben hier das hier trotzdem auch Geld gekostet. Das heißt, einmalig in so einer Situation kann man sagen, hey, ich habe da gar keine Kosten gehabt, bin einfach short gegangen, das Ding rauscht 1000 Punkte runter und ich bin fein raus. Ja, aber du musst ja nicht, du darfst ja nicht an einem einzelnen Trade das festmachen. Und diese ganzen Konstruktionen, ne, über Backspreads und so weiter und so fort, die sind alle super, die sind alle toll, Airbags, wie sie alle heißen, die sind super, die nutzen wir auch, aber die sind nicht kostenfrei. Und wenn sie zumindest
dann nicht kostenfrei bedeuten, wenn du ein paar Tage im Risiko stehst. Also wenn ich heute sage, ich setze einen Spread zeitversetzt auf, ja? Also dass du jetzt sagst, hier, was weiß ich, klassische Sache, ich mache hier einen, ich verkaufe hier einen Put, okay, und kaufe hier Puts dazu. Ein Vielfaches von dem. Das kriegst du hin kostenfrei. Und zwar, wenn du nämlich zuerst diese Position aufmachst, der Markt weiter nach oben läuft und dann kannst du diese Position zum selben Geld einkaufen. Okay, aber dazu muss der Markt auch runtergehen. Wenn er nämlich gleich hochgeht, wenn er gleich runtergeht, ist das Ding alles andere als risikofrei und vor allen Dingen alles andere als kostenfrei. Also, kurz nochmal zusammengefasst. Zwei Punkte. Drei Punkte. Hedging ist wichtig. Jeder, der vor allem größere Summen dann hat, ne, der muss sich mit dem Thema Hedging beschäftigen, weil ich glaube, niemand will zuschauen, wie ein großes Konto, was er hat, vielleicht von einer 500.000, von 1 Million oder was auch immer für euch jetzt persönlich viel Geld ist. Ne? Es kann auch 50.000, 20.000 Euro kein viel sein. Niemand will doch zuschauen, wie sich dieses Konto in einem Drawdown halbiert. Und das wird, wenn ihr am Aktienmarkt seid, irgendwann mal wieder passieren. So, das heißt, du musst dich mit dem Thema Hedging beschäftigen. Punkt Nummer zwei, deine Erwartungshaltung beim Hedging darf nicht so sein, ich verdiene durch das Hedging gesamt noch Geld. Der Hedge verdient Geld, aber der Rest verliert, deswegen ist es ja ein Ausgleich. Und eben Punkt Nummer 3, das ist das, es kann keinen kostenlosen Hedge geben. Das gibt es nicht. Okay? Wer einen kostenlosen Hedge anbietet, hat das Perpetuum Mobile der Börse erfunden. Denk mal drüber nach. So, wenn du mehr drüber wissen willst, jetzt mache ich nochmal hier den Werbeblock. Also, dann geh hier auf unsere Webseite, geh auf die Academy und also hier geht er einfach her. Ah, hier oben habe ich es schon. Geh einfach hierher, guck dir nochmal an, hier die einzelnen Seminare, unter anderem das Hedge-Seminar und dann hol dir ganz einfach hier, hol dir hier den Termin, sprich mit jemand aus meinem Team, kannst du alle Details auch fragen und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier mal sehen. Ansonsten sehen wir uns schon wieder am Mittwoch hier beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg gehen wir mal davon aus, so wie es jetzt gerade losgegangen ist, diese Woche werden wir wohl an den Börsen keinen Hedge brauchen, aber irgendwann brauchen wir wieder einen. Bis dahin, euch alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.